Chief. Wofür brauchst du mich? Warum machst du es nicht selber? Das geht nicht, er wird mir nicht vertrauen. Ich denke, er war mein Partner. Das ist schon lange her. Glaub mir, es kann nichts passieren. Er darf nur nicht wissen, dass ich dahinter stecke. Das ist alles. Hier. Alter, wo ist denn so viel Geld her? Mann, das ist doch egal, Ludwig. Das ist wirklich das letzte Mal. Wir machen den Stoff richtig zu Geld und du bist auch versorgt. Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Mann, vertrau mir, ich bin auch bei dir. Du hast ihm nichts gesagt. Hoffentlich verbockt er die Sache nicht. Glaubst du wirklich, dass er kommt? Der kommt. Achtung, ein grüner Jaguar nähert sich. Was ist er? Aufgepasst. Es ist soweit. Bist du Ludwig? Mhm. Hast du das Geld? Wenn du den Stoff hast. Na los, worauf wartet ihr? Ja, mit Ruhe, wir wollen sicher gehen. Was ist denn so lange? Da stimmt doch irgendwas nicht. Quatsch. Da ist irgendwas faul. Mach keinen Scheiß! Ludwig? Das Heroin hatte mich wieder. Die höllischen Schmerzen, die ich während des monatelangen Entzugs durchgestanden hatte, all das war umsonst. Ich fand immer mehr Gefallen an der Spritze und hatte nur ein Bedürfnis, mir möglichst schnell wieder den nächsten Schuss zu verpassen. Alles andere war mir egal. Michael? Michael? Jan? Michael, hilf mir. Michael. Oh Gott! Oh Gott!
Sie müssen mir das Ding hier rausmachen. Ich möchte nach Hause. Ich bin nicht krank. Das müssen Sie schon dem Arzt überlassen. Und der kommt nicht vor morgen früh. Also, seien Sie ein braver Junge und legen sich schön wieder hin, ja? Lieber Jan, es tut mir leid. Ich kann so nicht mehr leben und will es auch nicht mehr. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Bitte versteh das, denn ich muss auch an das Baby denken. Du wirst dich nie ändern, obwohl ich es mir so sehr gewünscht habe. Vielleicht schaffst du es ja doch noch mal. Deine Maike. Ja? Ich bin's, mach auf! Verschwinde! Bitte! Was willst du? Ist Maike da? Nein. Ich muss mit dir reden. Warum lässt du sie nicht in Ruhe? Sie will dich nicht sehen und ich auch nicht. In ganz kleinen Augen. Nein! Maike, ich muss mit dir sprechen. Gib dir keine Mühe. Es ist vorbei. Endgültig. Ich gehe weg von hier. In eine andere Stadt. Ich werde ein neues Leben anfangen. Eine neue Arbeit suchen, eine Wohnung finden. Ja, vielleicht werde ich nicht viel Geld verdienen. Aber ich werde wenigstens jetzt nachts ruhig schlafen können. Was ist mit mir? Du kannst mich doch nicht einfach im Stich lassen. Wir können doch noch mal von vorne anfangen. Du weißt genau, dass das nicht geht. Du wirst dich nie ändern. Das stimmt überhaupt nicht. Ich mache jetzt eine Therapie. Alles wird wieder... Jan, mach dir doch nichts vor. Ich schwör's dir. Was ist denn mit dem Kind? Das brauche ich doch auch. Maike, du hast ihn noch nicht mal richtig angeschaut. Das stimmt nicht. Maike, bitte. Bitte bleib bei mir. Du kannst mich nicht verlassen. Bitte, Maike, bleib bei mir. Bitte, ich flehe dich an. Hat doch keinen Sinn. Ich verspreche dir, alles wird wieder gut. Ich schwör's dir. Ich mache alles anders. Ich mache alles ganz anders. Bitte. 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 Mein Gott, ich würde dir so gern helfen. Trotz allem. Aber dass du Ludwig damit reingezogen hast, ich kann das nicht vergessen. Soll ich dir was zu essen machen? Gern. Verzeih mir. Ich habe alles Mögliche versucht. Irgendwann sogar eine Therapie. Für ein Dach über den Kopf und eine warme Mahlzeit erzählte ich ihnen, was sie hören wollten. Sie waren glücklich und ich hatte meine Ruhe. Nach 13 Monaten hatte ich allerdings die Schnauze voll. Kann ich eine Cola haben? Sag mal, ich hab dir doch schon mal gesagt, dass ich euch Junkies hier nicht haben will. Jetzt die Leine. Warum? Ist das klar, ja? Sabine? Weise war Sabine wieder in mein Leben getreten. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich müsste etwas wieder gut machen. Jedenfalls hatte ich den festen Willen, ihr zu helfen. Du musst was essen. Ich hab keinen Hunger. Aber du musst. Nein, ich will nicht.
Was hast du denn so gemacht die ganze Zeit? Und wo warst du? Überall. Und das Kind damals? Gibt keins. Wie lange drückst du denn schon? Mann, hör doch auf mit dem Scheiß. Ich hab das auch gepackt. Vielleicht schaffen wir das ja zusammen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Kann ich, kann ich! Natürlich kannst du! Mann, ja, vielleicht. Morgen, okay? Einfach nur zu schlafen. Ich kann nicht. Ich kann an nichts anderes denken. Jan, das tut so weh. Er reißt sich zusammen, okay. Das kann nicht mehr lange dauern. Du hast ja schon mal Stunden gesagt. Mann, die werden bestimmt gleich kommen. Es dauerte jedoch nicht lange und die Sucht hatte auch mich wieder fest im Griff. Sabine ging anschaffen. Und auch ich tat alles, um meine